Jetzt, Barakallahu fikum, diese Diskussion ist so groß bei den Gelehrten. Die Frau, die geschieden ist, das wird, die ist Thayyib. Und diese Thayyib, darf sie entscheiden zu heiraten ohne Wali oder muss ihr Wali akzeptieren? Ach, das ist jetzt. Wenn wir die Gelehrten Meinungen oder Ansichten betrachten, dann haben wir auch noch mal so viele Ansichten. Bei Ahnaf zum Beispiel. Die sagen, die Frau braucht kein Wali für die Heirat. Das wird, die Frau entscheidet selber, ob sie Bikr oder Thayyib ist. Und bei Thayyib sowieso. Bei anderen Gelehrten, die sagen, doch, sie braucht. Weil der Prophet s.a.w. sagte, La nikaha illa bi waliin wa shahidain. Die Ahnaf haben diese Überlieferung anders interpretiert. Aber die anderen Gelehrten, die haben gesagt, das ist doch klar. Die Frau braucht ein Wali, unbedingt. Und zwei Zeugen. Da muss man eine Morgengabe stimmen und da gibt es Ijab und Kabul bei dem Vertrag. Und jetzt, wenn man sagt, ohne Wali, weil, barakallahu fikum, man andere Überlieferungen hat. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, al-thayyibu, al-thayyib, ahakku bi nafsiha min waliha. Das heißt, die Frau, die geschieden ist oder verwitwet ist, die hat mehr Recht zu entscheiden als ihr Wali. والبكر تستأمر وإذنها صماتها. Das bedeutet, und die bickere Frau, die Jungfrau, die wird gefragt, nachdem man entschieden hat, und wenn sie schweigt, dann hat sie zugesagt. Weil normalerweise die Frau Haya hat. Die hat ihre Weiblichkeit. Und ihre Weiblichkeit ist verbunden mit ihrem Schamgefühl. Mit ihrem Schamgefühl. Und deshalb, wenn der Vater sie fragt, willst du den heiraten? Oder der Imam oder der Richter? Die schämt sich zu sagen, ja, ich will ihn. Deshalb, was macht sie? Die macht ihren Kopf nach unten und die sagt ihm, was du entscheidest, mein Vater, akzeptiere ich. Das war früher. Ja, ja, früher. Oh, ja, die sagen ihm, komm her, den. Wenn du nicht den gibst. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala, damit die versteht, warum man gesagt hat, ihr Zusage ist ihr Schweigen. Übrigens bei Al-Zahiriyya, die sagen, wenn sie sagt ja, dann ist die Heirat ungültig. Weil die gesagt ja. Da sagen sie, die muss schweigen. Weil so im Hadith ist. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, sagum lachen. Eine geschiedene Frau darf entscheiden und sagt ihrem Wali, ich möchte den heiraten, und der Wali sollte das nachgehen. Außer, dass der Wali, barakallahu fikum, sieht, dass dieser Mann nicht geeignet ist und er hat Gründe dafür. Und eine bickere Frau fragt ihren. Das wird, wenn ein Mann kommt und der Vater sagt, okay, oder der Wali von ihr. Jetzt, was machen wir mit diesen Millionen von Ahnaf, die heiraten zum Beispiel, weil sie diese Ansicht folgen, ihre Heirat ist gültig und das ist alles in Ordnung, weil sie das nicht aus Gelüst machen, sondern die machen das, weil sie eine Meinung von einem großen Gelehrten folgen und von einem großen Madhab. Wallahu ta'ala. Aber richtiger ist, was die Jumhur sagen, was die anderen Gelehrten sagen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Also eine geschiedene Frau braucht auch ein Wali. Nein. Eine geschiedene Frau braucht einen Wali und der Wali kann nicht, muss nicht immer der Vater sein. Manchmal ist der Richter oder der Imam und in manchen Fällen, ich meine, ihr müsst erstmal von normalen Fällen reden und dann können wir Ausnahmen haben. Und die Ausnahmen sind manchmal anders, als was man denkt. Aber dies braucht immer ein Fatwa, ein Richterspruch, etwas, die Lage zu verstehen. Wallahu ta'ala ala. Zum Beispiel, wenn der Vater nur diese Frau nicht, es gibt, ich weiß nicht, ob es Deutschland gibt, aber es gibt in manchen Ländern zum Beispiel, der Vater lässt die Frau nicht heiraten, weil er ihren Lohn von ihrer Arbeit nimmt. Die arbeitet und der nimmt den Lohn immer, der Vater. Deshalb lässt er sie und der gibt ihr keinen Mann. Und egal wer kommt, nein, 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 nein. Das geht nur um das Geld. Ja, diese Frau dann geht zum Richter und sagt, ich habe einen Mann gut gefunden.
Und mein Vater will nicht nur wegen Geld. Der Richter hier kann sagen, okay, der Vater hat keine Wilaya mehr, aberkannt von ihm, entzogen. Und der Richter macht der Wali für sie. Oder der Imam macht Wali für sie. Zum Beispiel, manche Eltern, die lassen ihre Töchter nicht heiraten, nur aus Nationalismusgrund. Und wir müssen unterscheiden zwischen Nationalismusgrund und zwischen Kulturunterschieden. Das sind zwei Paar Schuhe, Barakallahu fikum, und der Unterschied ist sehr groß. Da könnte man anders handeln. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.